Ja, hallo liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV, 16:45, 15. Mai. Wir schauen, wie angekündigt, auf den DAX und dann nochmal ein Stück weit auf die US-Indizes, die sich noch relativ gut behaupten. Der DAX geriet hier stärker unter Druck aufgrund entsprechender Konjunkturdaten aus Amerika. Jetzt zum Schluss, auch im Zug der weiteren Schwäche der Amerikaner, geriet der DAX dann noch deutlicher unter Druck. Und wenn Sie sich das Video vom Vormittag anschauen, muss man zugeben, wäre man hier gut reingekommen, wenn man sich denn hier getraut hätte, den ersten Ausbruch unter 11.550 Punkte zu handeln. Obliegt natürlich jedem selbst. Es gibt vielerlei Optionen. Wir hatten auch im Stream vorhin die Diskussionen dahingehend schon, dass die oder der bzw. die eine oder andere Teilnehmerin da schon hier relativ weit oben einstieg. Den Einstieg wagte, sicherlich alles mit einem spekulativen Charme versehen, aber das ist natürlich Börse, das ist natürlich Trading. Letztlich hier die Annahme, dass wir heute doch noch einen schwächeren Tag erleben können, wenn der DAX hier eben wieder nach unten eintaucht unter diese primäre Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch, wurde bestätigt und jetzt können wir hier ganz unscharniert den nächsten roten Pfeil setzen und wir haben es hier mit dem Ausbruch von heute Morgen wieder mal mit einem klassischen Fake zu tun gehabt. Ein klassischer Fake-Ausbruch, wie wir diesen schon annähernd hier im April sahen, Ende April. Da gab es am 28.04. eine ähnliche Ausbruchsbewegung. Die war nicht ganz so stark wie die von heute Morgen, aber letztlich hier heute doch nochmal in aller Deutlichkeit. Mit der Schwäche, mit der Wochenkerze, die nunmehr schwarz, einen leicht schwarzen Charme hat, die Tageskerze ohnehin schwach, im Übrigen auch dann, oder besser gesagt, im Übrigen auch dann hier im Einklang mit dieser schwachen Wochentendenz. Also hier das negative Verhältnis in Sachen Schlusspreise dürfte heute nochmal einen Impuls nach unten erfahren. Also hier dürften wir jetzt in Zukunft mit Blick auf die kommende Woche nur noch 43% positive Schlusspreise haben. Also hier die Tendenz weiter nach unten abgeschwächt und der DAX hat jetzt mit dem Touchdown des Levels von 11.400 Punkten und einem Tagestief, was sogar ein Stück weit tiefer lag, seine Daily Range ausgeschöpft, seine Tagesspanne sozusagen. Und vor diesem Hintergrund, wenn die Amerikaner jetzt nicht deutlich einbrechen, also auch hier Minuszeichen im Bereich von 1% plus generieren, dann dürfte der DAX sich jetzt mehr oder weniger bis zum Wochenabschluss, also Xetra-Schluss 17:30, insbesondere auch dann der außerbörsliche Handel, sich hier im Bereich um 11.400 Punkten seitwärts bewegen, um dann letztlich in der neuen Woche ja neue Impulse zu starten oder das, und das wollen wir jetzt eben anschauen, hier zu vollziehen, was ein Stück weit noch aussteht, nämlich mit Blick auf den Tageschart hier den Ausbruch auf neue Verlaufstiefs. Der Abwärtstrend wurde bestätigt. Auch hier setzen wir nochmal den Pfeil entsprechend über die Kerze. Und 11.700 Punkte bleiben sozusagen ein Wunschtraum der Bullen. Und jetzt ist es eben so, wenn wir hier nochmal unter 11.300, Moment, wir ziehen es ein Stück hoch, 11.310 Punkte. Also wenn wir einen Tagesschlusspreis unter den letzten Wochen machen, und das wäre eben ein Niveau unterhalb von 11.310 Punkten, dann darf man davon ausgehen, dass der DAX die nächste Talfahrt in Richtung 11.000, vielleicht sogar 11.600 Punkte einschlägt. Der Markt bleibt also hier mit einem bärischen Bias versehen und dies bleibt, und da kann man sich im Prinzip nur wiederholen, bei Preisen unterhalb von 11.700 Punkten der Fall. Erst oberhalb dieses Levels, und das bleibt wahrscheinlich auch für die nächste Woche das Triggerlevel, kann man wieder bullische Argumente finden für den DAX. Ansonsten muss man eben sagen, hier Sell in May und Go Away kann sich ein Stück weit bestätigen. Heute, wie gesagt, die Schwäche. Es ist hier noch nicht der direkte bärische, klare Ausbruch erfolgt auf Tagesbasis. Das muss man auch sehen. Wir haben hier letztlich seit Anfang Mai eine Seitwärtsphase laufen. Ja, Obacht geben hier 11.320, 11.310 auf der Südseite und hier oben eben 11.700, 11.710 auf der Nordseite. Also ist hier eine Range von knapp 400 Pips, die eben hier anhält. Und man muss aufpassen, was der DAX macht. Ich will nicht hier den großen Bären rauskehren, denn faktisch ist, wenn der DAX über 11.710, 20 Punkte anzieht, dann haben wir hier schlagartig ein bullisches Sentiment und alle die hier auf eine Fortsetzung nach unten setzen, welche ich hier aufgrund des blauen Pfeils durchaus präferiere. Aber man muss von dem ganzen Abstand nehmen, wenn der DAX eben nach oben rauszieht. Wenn es eben dazu kommt, dass er nach oben rauszieht, dann dürften alle die hier sich schon short engagiert haben, eben mit dem Ausbruch nach unten, relativ zügig die Position glattstellen, was dann eben hier zu einer Art Squeeze führen kann, der den DAX dann relativ schnell nach oben führt. Ja. Umgekehrt genau dasselbe. Viele, die eben jetzt darauf hoffen, dass hier die Unterstützung hält im Bereich 11.350, 11.400. Dieses Level haben wir auch schon seit jeher benannt, war seit jeher hier im Tagesschart zu sehen.
Und tatsächlich, dieses Level ist hier aktuell eine Zone, wo die Marktteilnehmer sich im Prinzip einen Schlagabtausch liefern. Es wird spannend bleiben, wie die weitere Sequenz in der kommenden Woche zu handeln ist, beziehungsweise was uns erwartet. Am Montagmorgen werden wir nochmal JFD Live Trading TV starten. Ab der weiteren oder ab dem weiteren Tagesverlauf, sprich Dienstag und die folgenden Tage, wird dann erstmal JFD Trading TV pausieren, allerdings nur für rund 14 Tage. Insofern sind wir dann alsbald wieder online da und dann werden wir praktisch eine Auswertung machen, ob der DAX denn dann im Niveau von 11.600 beziehungsweise was sage ich, 10.600, 10.800 Punkten oder tiefer steht oder eben dann doch noch neue Allzeithochs gemacht hat. Das wird spannend bleiben. Ich hoffe, Sie führen dann auch wieder oder finden den Weg auch dann wieder zurück zum Desk. Bleiben Sie uns treu, wir werden zwischendurch weiterhin Traffic liefern. Einerseits Englisch, andererseits auch durch Trading Shortouts ohne große Kommentare. Insofern lassen Sie sich überraschen, was da die kommende Zeit noch kommt. Ansonsten hören wir uns spätestens dann Anfang Juni wieder, beziehungsweise Anfang nächster Woche. Dann allerdings, wie gesagt, erstmal zum Abschluss. Bis eben dann Anfang Juni werde ich dann im Detail am Montag nochmal erklären. Und wie gesagt, DAX Short Down. Hier kann man nicht mehr dazu sagen. Insofern werden wir das mal absafen und noch kurz jetzt auf den S&P 500 blicken, der sich in ähnlicher Manier wie unlängst, und das ist so ein bisschen der Zwiespalt an der Geschichte, jetzt hier nicht unbedingt befeuern lässt dahingehend, dass wir hier dieses neue Hoch, was wir ja gemacht haben, jetzt hier weiter ausbauen kann. Wir haben gestern eine starke Ausbruchskerze gesehen. Dieser Ausbruch sollte, wenn wir denn heute keine weiteren Impulse erfahren, spätestens Anfang nächster Woche eine Wiederauferlebung erfahren. Sie sehen, der S&P 500 ist hier in einer wesentlich bullischeren Verfassung als der DAX. Wir haben gestern Ausbruch gesehen. Wir sind jetzt hier wieder nahe des Höchststands bzw. auf das Höchststandsniveau gelaufen. Jetzt muss ich direkt mal umschalten auf die Indikationen. Na, für ein Allzeithoch hat es noch nicht gereicht. Aber wir stehen unmittelbar davor. Und letztlich in der Indikation genau das Gleiche. Liegt an den Bid- und Ask-Unterschieden. Daher nicht wundern, wenn es da leichte Preisdifferenzen gibt. Aber grundsätzlich ändert das erstmal nichts an der technischen Einschätzung. Ja, der S&P 500 kommt hier bullisch daher mit dem Ausbruch. Jetzt muss sich aber eben das Ganze nach oben weiter entfalten. Und das haben wir eben hier am 27.04. nicht gesehen. Die Folge war eben eine Schwäche. Und für den S&P 500 gilt, und deswegen kann man den DAX im Prinzip, auch wenn ich das derzeit favorisiere, nicht ganz abschreiben, aber wenn der S&P 500 hier über diesem Level, Sie kennen das schon, 2115 Punkte ist das, wenn er sich über diesem Level hält, dann muss man davon ausgehen, dass der S&P 500 hier weitere Aufwärtsambitionen fahren kann. Ich sehe das allerdings mit einer gewissen Vorsicht, denn wenn die gestrige starke Momentumkerze zu 50% relativiert werden sollte. Also Sie können die Handelsspanne nehmen und da praktisch die goldene Mitte. Und wenn da hier ein Tagesschluss unterhalb dessen erfolgt, dann wäre das meines Erachtens ein negatives Zeichen. Wir können das auch kurz mal symbolisch darstellen. Fibo-Level auf die Kerze gelegt sozusagen. 50er-Level markiert. Wäre hier im Bereich 2109, können wir hier als Punkt nehmen. Und unterhalb dieses Levels, unterhalb von 2109 Punkten, speziell auf Tagesbasis, muss man diesen Ausbruchversuch als gescheitert ansehen. Und dann, meine lieben Zuschauer, wären auch hier wieder die Bären im Vorteil. Ja, das würde natürlich hier dazu führen, dass das Tauziehen hier mehr oder weniger in die nächste Runde geht. Und das sehen Sie hier beim S&P 500 sehr deutlich. Hingegen der DAX einen klaren Abwärtstrend aufweist, haben wir hier beim S&P 500 hier eine Stabilisierung immer noch auf hohem Niveau. Und eigentlich auch gewisse Fortsetzungstendenzen. Das ist leider Gottes so ein Stück weit der Zwiespalt, der hier nicht ganz ins Bild passt, also ins Bild der Schwäche beim DAX. Aber wenn der S&P 500 eben hier weiter einen oben drauf legt und dann wirklich eine markante Ausbruchskerze nach oben vollzieht, dann dürfte das natürlich mit Sicherheit den DAX auch weiter nach oben ziehen. Insofern die Range beim DAX beachten, beim S&P 500 hier auf das Level von 2115 Punkte achten. Und insofern sind wir durch für heute. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende. Und wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns zum Abschluss am Montag nochmal wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.